Liebe Spirituosenfreunde und herzlich willkommen bei whiskyundmehr.com, eurem Online-Shop des Spirituosenhauses Ormelo. Ich bin der Spirituosen-Ömmes und heute habe ich für euch dabei den Plantation Barbados XO 20th Anniversary Edition. Ich zeige mal einmal in die Kamera, damit ihr die schöne Flasche sehen könnt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Flasche schon angebrochen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen meiner Lieblingsrums, den ich auch sehr gerne meinen Freunden mal einschenke, wenn die vorbeikommen. Also, wenn ihr eure Freunde auch zu Rumgenießern machen wollt, kann ich euch auf jeden Fall den Plantation Barbados empfehlen, weil der ist bei allen Leuten immer sehr beliebt. Ja, so ein bisschen zu der Herstellung oder der Geschichte. Und zwar kommt er aus Barbados, oder sagen wir mal, ein Teil kommt aus Barbados, wo er 13 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern gereift wird. Und dann wird er von der Familie Ferrand aus Frankreich nach Frankreich importiert. Und da lagert er dann 18 Monate nochmal in Ex-Cognac-Fässern. Also ist sozusagen ein Barbados-Franco-Produkt. Ja, die Familie Ferrand, das ist eigentlich ein Cognac-Hersteller aus Frankreich. Aber die haben schon lange Beziehungen mit Rumdistillerien in der Karibik und auch in Barbados, weil sie da ihre Cognac-Fässer hingeben, ihre gebrauchten Cognac-Fässer hingeben, dass die den Rum noch darin lagern können. Ja, dann habe ich natürlich mal so ein bisschen geschaut, ob ich nicht auch was rausfinden kann über die Herstellung in Barbados, aber da muss ich leider sagen, da ist nicht viel bekannt. Da habe ich jetzt leider nichts rausgefunden. Ja, dann habe ich ja gerade schon mal gesagt, die schöne Flasche. Also das muss ich sagen, die ist echt, ich zeige es noch einmal rein, damit ihr noch mal gucken könnt. Ja, die macht natürlich ordentlich was her. Ich denke immer, die sieht so ein bisschen aus wie so eine 18. Jahrhundert Parfümflasche. Hier oben mit dem schönen Holzkorken und dann unten so ein richtig schöner Boden. Also wenn ihr den im Regal stehen habt, der macht schon richtig was her. Exzellente Flasche meiner Meinung nach. Dann hinten drauf stehen natürlich auch nochmal die Preise oder die Awards, die der Rum gewonnen hat. Wenn ich mal hier kurz drauf schaue, Gold Medal Rum Master UK, Gold Medal Berlin Rum Fest Germany, Gold Medal Paris Rum Fest France. Also, der hat da schon ganz viele Awards gewonnen. Ob ich da natürlich mein Stamp of Approval draufgeben kann, das werden wir dann gleich mal sehen. Obwohl, ich habe ja glaube ich schon gesagt, dass es mein Lieblingsrum ist, oder einer meiner Lieblingsrum ist. Da denke ich mal, wird er mein Stamp of Approval wahrscheinlich bekommen, aber kann sich ja nie hundertprozentig sicher sein. Ja, das war es dann eigentlich zu der Herstellung so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, probieren wir ihn doch jetzt mal. Also wie gesagt, mit dem Korken, das kann man so richtig schön aufmachen. Plopp, das macht so einen richtig schönen Plopp, wenn man das aufmacht. Ja, also das ist echt exzellent gemacht. Ich kann jetzt schon ein bisschen Vanille und Süße riechen. Das kommt mir schon direkt angenehm in die Nase. So, dann wieder den schönen Korken drauf machen. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Farbe an. Ja, da würde ich sagen, die ist Kupfer. So ein bisschen leuchtendes Kupfer, wenn das überhaupt eine Farbe ist. Aber ja, sieht schön aus. So. Oh, herrlich. Ich habe mir schon ein paar Mal gerochen, aber immer wieder gerne. Also da hat man sofort tropische Früchte in der Nase. Dann Vanille, Kokosnuss. Ja, dann jetzt kommt die Kokosnuss stark durch. Das ist echt exzellent. Das ist echt exzellent. Okay, muss ich mal weitermachen. Aber da bin ich echt ganz von begeistert von dem Aroma. Das füllt die ganze Nase mit schönen exotischen, ja, Früchten und Aromen. Ich rieche noch einmal. Da könnte ich den ganzen Tag dran riechen. Aber ich muss ja hier das Video kurz halten. Da probiere ich ihn doch jetzt mal. Ja. Ja, das ist natürlich schon was. 10 out of 10. Das ist natürlich schon echt sehr, sehr weich und samt. Also man hat so einen schönen, weichen, samten Rumgeschmack, der so nach oben hin weggeht. Schwer zu beschreiben. Dann habe ich noch so ein bisschen süßer Honig, Karamell. So, hinten weg auch noch ein bisschen Eiche. Sehr exotisch, schöner Geschmack.
Dann im Abklang, jetzt kommen auch so ein bisschen die Kokosnoten, ja. Ist echt exzellent. Also was ich schon gerade gesagt habe, bei dem Aroma, wenn ich rieche, das füllt meine ganze Nase mit tropischen Früchten, Aromen. Und wenn ich den dann trinke, dann geht das so weiter und das füllt meinen ganzen Mund mit schönen, exzellenten Geschmäckern. Also da denkt man sofort, du bist am Strand von Barbados, ja. Ich rieche jetzt noch einmal. Ja, der ist echt exzellent. Also ich würde ja gerne jetzt noch mal einen Schluck nehmen, aber es ist gerade erst mal 10 Uhr und ich muss leider noch arbeiten. Ansonsten bin ich natürlich bei den Plantation, würde ich immer noch gerne einen Schluck nehmen. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, indem ich gesagt habe, es ist einer meiner Lieblingsrums. Aber er hat natürlich meinen Stamp of Approval. Also den kann ich nur absolut empfehlen. Ist echt exzellent. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr ja mal bei uns im Shop nachschauen. Da haben wir auch einige Rums. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!